Wie findest du die? Findest du die schön? Guten Morgen, meine Lieben. Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit. Ich muss gerade ein bisschen flüstern, der Liam schläft nämlich noch. Ich habe jetzt soweit meinen Haushalt gemacht, also alles, was ich machen kann, das nicht zu laut ist, damit er noch ein bisschen weiter schläft. Und deshalb nutze ich kurz die Zeit und begrüße euch. Ich habe wieder einiges geplant und zwar wollte ich heute zum Beispiel das erste Paar Schuhchen für den Liam kaufen. Der läuft ja jetzt schon, also hält sich halt überall fest. Ganz alleine jetzt läuft er noch nicht, aber ich denke, es wird jetzt mal Zeit, sich da ein bisschen umzuschauen. Ich finde, es ist immer was ganz, ganz Besonderes. Und dazu wollte ich euch mitnehmen. Außerdem brauche ich noch ein paar Geschenke. Der Max ist nämlich auf Taufe eingeladen. Da wollte ich noch was holen für ihn, weil er das irgendwie vercheckt hat. Ne? So von wegen, ja Mama, muss ich da was mitnehmen? Ja, nee, klar. Und das erledige ich für ihn, weil er in der Uni ist. Außerdem geht es für mich ja am Samstag nach Köln. Da wollte ich noch ein bisschen was für meine Mädels vorbereiten. Und Alessandro hat am Sonntag Geburtstag. Dazu muss ich noch was einpacken. Außerdem wollten wir noch den Gips abmachen heute. Ja, sobald er wach wird. Wir haben ja Ferien und mal schauen, ja, wie das dann so wird, ob ich dann nochmal zum Arzt fahre. Ich muss mal gucken. Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. So, wir haben den Gips abgemacht und ich habe jetzt extra nochmal beim Arzt angerufen, weil ich finde, dass das so ein bisschen komisch aussieht. Also ich kenne mich damit nicht aus, scheinbar ist es normal, ich weiß es nicht. Aber wir müssen jetzt einfach mal abklären, ob der Alessandro vielleicht sogar Krankengymnastik braucht, also Physiotherapie heißt es dann, glaube ich. Und davon hängt nämlich total viel ab. Der Alessandro möchte nämlich seinen Geburtstag im Schwimmbad mit seinen Freunden feiern. Und das geht natürlich nicht, wenn ich nicht weiß, ob mit seinem Arm, seinem Handgelenk alles in Ordnung ist. Und außerdem möchte ich gerne nach Italien fliegen und da möchte ich natürlich auch, dass alles safe ist, dass da alles gut zusammengewachsen ist bzw. verheilt ist. Und deshalb gehe ich nochmal kurz zum Arzt. Ich habe auch schon angerufen, halt euch da auf jeden Fall auch noch auf dem Laufenden. Und ich wollte euch noch zeigen, was mir der Postbote gebracht hat, vor ein paar Tagen schon. Und zwar gibt es was ganz, ganz Tolles von Leonardo und zwar das Clip- und Mix-System. Da könnt ihr euch ganz, ganz viele tolle Varianten zaubern, den Stil von eurem Schmuck ganz schnell verändern und das alles zu eurem Outfit anpassen, was ich richtig genial finde. Ich hatte euch das ja auch schon auf Instagram gezeigt und da jetzt nochmal so viele gefragt haben, ob ich das nicht nochmal genauer zeigen könnte, mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Ich habe auch einen tollen Rabattcode für euch bekommen, da könnt ihr euch ja mal umschauen. Also es gibt 15% auf das komplette Leonardo Sortiment. Da könnt ihr euch umschauen. Denkt dran, es ist bald Weihnachten, beziehungsweise erstmal Nikolaus. Vielleicht wollt ihr da einfach mal ein bisschen stöbern. Und danach möchte ich noch die Sachen für meine Mädels einpacken, die ich gekauft habe. Ich habe auch noch einen ganz, ganz tollen Adventskalender gekauft, den kann ich euch auch dann noch ganz kurz zeigen von DM. Vielleicht ist es auch noch eine Inspiration für euch und ich würde sagen, zeige ich euch erstmal die Leonardo-Schätze. Und so kamen jetzt die Schmuckstücke bei mir an. Das ist eben diese Serie Clip und Mix und ihr könnt euch quasi aus verschiedenen Bestandteilen ganz individuell den Schmuck so zusammenstellen, wie es euch eben am besten gefällt. Ihr könnt euch also zum Beispiel aus 2 Armbändern, zum Beispiel diesem hier und diesem, eine Halskette zaubern. Und dann könntet ihr euch dann eben noch einen kleinen Anhänger dran klipsen, wie zum Beispiel diesen hier. Oder ihr habt diese wunderschöne Kette, die hatte ich ja gerade an. Ihr habt dann hier dieses Zwischenstück und hier könntet ihr euch dann noch den Anhänger dran klipsen. Wobei ich sagen muss, dass diese Kette schon so wunderschön ist, also ohne Anhänger. Die ist so, so edel hier mit diesen wunderschönen Details. Aber wie gesagt, man könnte sich hier eben auch noch einen kleinen Anhänger dran klipsen oder eben auch noch zusätzlich ein Armkettchen. Wobei ich sagen muss, dass mir das dann hier mit dieser Variante besser gefallen würde, also wenn ich mir an diese kurze Kette dann noch ein Armkettchen dran klipsen würde. Mir macht es zum Beispiel auch gar nichts aus, dass das jetzt hier eigentlich Rose Gold ist,
und hier viel Silber mit dabei ist, weil hier eben auch noch kleine rose-goldfarbene Bestandteile mit dabei sind. Und den Anhänger hier würde ich dann aber zum Beispiel wegmachen, weil mir das dann einfach zu viel wäre. Ich würde dann einfach einen kleinen dran klipsen. Ich finde den Anhänger hier aber auch wunderschön. Der ist so, so edel. Hier auf der Seite, also den kann man auf beiden Seiten tragen. Einmal hier diese Seite und diese Seite. Und dieser kleine Stein, der dreht sich dann eben in die Richtung, wie ihr dieses kleine Medaillon eben tragt. Wunderschön, wirklich. Ich finde diesen Anhänger hier aber auch wunderschön mit diesem Lebensbaum. Der ist jetzt eben auch in Rose Gold. Den könnte man zum Beispiel auch wieder an sein Armkettchen dran klipsen, wobei ich sagen muss, dass er fast ein bisschen zu groß ist, aber das ist natürlich Geschmackssache. An dieses Armkettchen hier würde ich mir eben einen kleinen Anhänger dran klipsen. Und ich habe jetzt hier auch noch die Variante in Silber. Hier finde ich es zum Beispiel auch schön, wenn ich mir diese Kette länger machen würde, eben mit einem Armkettchen. Aber wie gesagt, da könnt ihr eure Fantasie wirklich freien Lauf lassen. Ich finde den Schmuck so, so edel und so wunderschön. Und die Ohrringe, die trage ich ja gerade noch. Die kann ich euch auch noch einblenden. Die sind auch wirklich sehr edel. Die nennen sich Alba. Und wenn ihr den 15% Rabattcode noch anwendet, dann habt ihr wirklich wunderschöne Schmuckstücke, mit denen ihr ganz viel Freude haben werdet. Ich habe jetzt hier auch noch was. Das ist allerdings nicht aus der Kollektion, sondern das ist aus der Ciao by Leonardo Kollektion. Dieses Armkettchen hier. Und das finde ich eben auch sehr schön, weil man das eben auch vielseitig tragen kann. Also es ist ja eigentlich Silber, aber da sind gold- und roséfarbene kleine Kügelchen dran, sodass ihr das auch wieder wunderbar kombinieren könnt. Wobei ich dazu sagen muss, dass mir das zum Beispiel gar nichts ausmacht. Also wenn ich jetzt hier Rose Gold habe, dann eben das Element da noch dran mache. Also das war es jetzt soweit von den Neuigkeiten. Wie gesagt, schaut gerne mal vorbei. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Ich kann euch auch alle Produkte mal unten verlinken. Dann müsst ihr nicht so lange suchen. Vielleicht ist ja was Schönes für euch dabei. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Shoppen. I'll take it to Mars, oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Just watch me. I got your eyes around my face. Und hier habe ich jetzt wie versprochen noch den Adventskalender, den ich eben bei DM gekauft habe. Da ist der Liam, der gerade alles abräumt, was ich hier versteckt habe. So sieht der Adventskalender jetzt aus. Wie gesagt, ich habe den bei DM gekauft und ich möchte den für die Steffi zurecht machen. Ich werde hier noch schöne Bilder ausdrucken und ihr dann zusätzlich aber auch noch ein paar Kleinigkeiten kaufen und die eben hier mit dranhängen. Ich finde, der ist richtig schön, 11,95 Euro. Und ja, vielleicht habt ihr ja noch Glück und euer DM hat den auch noch. Und jetzt zeige ich euch mal, wie mein Esstisch aussieht. Also mein Tisch ist total belagert, wie ihr sehen könnt. Ich bereite nämlich jetzt was für meine Mädels vor. Und zwar habe ich bei Ernstings Family diese Tassen hier gekauft. Ich finde die total schön. Leider gab es nicht komplett 5 Stück mit diesem Muster, sondern ich musste noch 3 mit diesem Muster hier nehmen, aber die finde ich auch total schön. So sehen die aus, sehr weihnachtlich. Preis kommt natürlich noch ab, ne? Ist klar, denke ich. Und da habe ich jetzt noch dieses Seidenpapier hier vorbereitet und dann kommen noch Ferrero Rocher mit rein. Na, für die Freunde ein Küsschen, wisst ihr Bescheid. Und diese Sachen, die liegen hier, weil ich noch den Adventskalender für mein Patenkind vorbereiten möchte. Ja, habe ich mir ein bisschen was vorgenommen, würde ich sagen. So, ich bin fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Hat auch überhaupt nicht lang gedauert. Ging rucki die zucki die. Und ich packe das Ganze jetzt schon mal runter ins Auto, denn ich muss ja jetzt eh zum Arzt fahren mit dem Lissandro. Und ich würde sagen, wenn ich dann mit der Bella später rausgehe, sage ich euch, was der Arzt gesprochen hat. Ja, und hier habe ich einfach Süßigkeiten rein und den Tee, den ich im Moment so gern mag.
Und es riecht so, so gut. Dieses wunderschöne Paketchen hier. Ich hoffe, dass da jetzt während der Autofahrt natürlich nichts passiert. Aber ich denke, die sind eigentlich ganz sicher hier drin, weil ich sie extra ganz eng aneinander gestellt habe und einen etwas kleineren Karton so mitgenommen habe, damit die nicht hin und her wackeln. Ja, also wir sehen uns später nochmal. Ich habe keine Ahnung, was ich kaufen soll. Oh Mann, das ist so schwierig. Und der Liam, der ist hier gerade mit der Bahn beschäftigt. So. Er spielt gerade. Also dann schaue ich mich mal weiter um. Also, einmal und zweimal. Darf ich? Ja. Jetzt wird es noch eingepackt. Ich freue mich voll. Es ist so süß. So ein Püppchen drin. Richtig schön. Kann ich euch jetzt schlecht zeigen. Warte. So, da ist sie. Süß. Zeig mal, ob du schon stehen kannst. Und schwupps. Ui, ist ungewohnt, ne? Ist ganz ungewohnt, ne, Schatz? Ist gar... Also ich habe mich total in diese hier verliebt und die gibt es auch gefüttert. Oh Gott, die sind so, so schön und butterweich. Richtig süß. Na komm, Bella. Da bin ich wieder. Ich bin jetzt gerade noch eine Runde mit der Bella Gassi gewesen. Da ist sie. Es ist schon stockdunkel, ne? Wir haben es 4 Uhr. Unglaublich. Ja, und ich habe euch ja noch versprochen, dass ich euch erzähle, was der Arzt gesprochen hat. Da waren wir vorhin. Und zwar ist soweit alles ganz gut verheilt. Nur soll er noch ein paar Übungen machen. Also zum Beispiel soll ich warmes Wasser in eine kleine Wanne füllen und einen Schwamm, damit der Alessandro den dann immer ausdrücken kann. Also damit er diese Handbewegung macht, weil quasi die Hand noch nicht so richtig zugeht. Also er kann noch keine Faust machen. Und dann noch so ein paar andere Übungen, die er auf jeden Fall machen wird. Und jetzt haben wir nochmal zusätzlichen Termin bekommen. Also ja, irgendwie können wir nicht so richtig planen und organisieren, was den Geburtstag von Alessandro betrifft. Also er hat ja eine bestimmte Vorstellung, aber das muss halt jetzt einfach noch warten, so wie auch mein Flug nach Italien warten muss. Ich wäre jetzt schon ganz gern zu dieser Jahreszeit bei meiner Mama, gerade zu Allerheiligen, aber wenn es nicht geht, dann ist mir natürlich auch keiner böse. Es muss hier natürlich erstmal alles laufen, das ist Priorität Nummer 1 und dann schauen wir weiter. Ja, er macht jetzt auf jeden Fall fleißig seine Übungen. Und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt noch mal eine Runde mit der Bella. Schuhe kaufen war leider auch nichts, wollte ich euch auch noch erzählen. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man in einem kleinen Dorf wohnt. Ich habe eben mir gedacht, dass ich so dünne Lederschüchen kaufe, die sehr flexibel sind als erstes Paar Schüchen, weil er ja draußen noch nicht läuft und dann macht es keinen Sinn, diese anderen zu kaufen, die ich euch eingeblendet habe, die zwar wunderschön sind, aber die gibt es auch noch mal eine Nummer größer. Also sobald er laufen kann, werde ich die auf jeden Fall holen. Natürlich dann gefüttert, weil es jetzt auch schon richtig kalt eben ist. Und dann habe ich ja noch das Geschenk für die Taufe gekauft, zu der Max eingeladen wurde. Und ich habe noch so ein schönes kleines Püppchen von Haber gekauft für Samstag. Für die Tochter von der Mayra. Ja, das werdet ihr dann aber bestimmt auch alles noch mitbekommen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt, denn ich kann nicht laufen und sprechen. Zum einen, weil ich voll außer Atem bin und zum anderen, weil ich nur den Buggy dabei habe und der nicht so gut gefedert ist, sodass es euch dann vielleicht stört, wenn es so laut ist. Und ich würde sagen, ich verlinke euch alles, was ich euch gezeigt habe, unten in der Infobox, dann müsst ihr wieder nicht lange danach suchen. Schaut auf jeden Fall bei Leonardo vorbei und wendet sehr, sehr gerne den Rabattcode an. Keine Sorge, ich werde nicht am Umsatz beteiligt. Ich sag's nur lieber nochmal dazu. Aber ich hoffe, dass ich euch eine Freude machen kann, wenn ich so tolle Rabattcodes eben für euch bekomme. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Jetzt wünsche ich euch nur das Beste und hoffe dann bis bald. Tschüss!